Die Kunst ist frei und eine Zensur findet nicht statt. Aber trotzdem müssen wir sehr wohl überlegen, wofür wir einstehen und was wir vertreten. Lenin war als Revolutionsführer derjenige, der sich für die Diktatur des Proletariats einsetzte und den roten Terror verantwortete. Tausende von Toten. Daran müssen wir bei einem Lenin-Denkmal auch erinnern.